Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Am Fest des heiligen Erzengel Michael, welchen wir den 16. Sonntag nach Pfingsten kommemorieren, gedenken wir in besonderem Maße des heiligen Erzengel Michaels, aber überhaupt der Engelwelt, und lassen uns vom heiligen Gregor den Großen die neun Chöre der Engel in Erinnerung rufen, auch was das Wesen der Engel ist, Bezeichnung, was die Namen der Erzengel vor allem bedeuten und wie sie Gott dienen. Und dann auch mit dem heiligen Hieronymus sehen wir die Engel als unser Vorbild, denn so wie sie sich Gott gegenüber verhalten, indem sie seine Befehle ausführen, so sollen auch wir uns Gott gegenüber verhalten, wenn wir unser diesseitiges Leben leben. Und das ist das, jenes Verhalten, das den Kindern ähnlich ist. Und der Grund, warum der Herr auf die Frage der schwerfälligen Jünger Christi, wer wohl der Erste und Größte ist im Himmelreich, das Kind in die Mitte stellt und auffordert, so zu werden wie die Kinder, und jenes wie die Kinder werden, ernährt uns an eben dieser Grundhaltung der Engelwelt Gott gegenüber, und die wollen wir uns zu eigen machen, um in dieser Welt zu bestehen und in der Ewigkeit dann auch uns Gott erfreuen zu können. Somit also ruft uns der heilige Gregor die Engelwelt in Erinnerung, sagt, Engel und Erzengel werden sehr oft genannt, so auch die Cherubin und die Seraphim, von denen sprechen die Propheten öfters, aber die Gewalten, Fürstentümer, Dominationen, Thronen und der Name fällt mir, die Stärken, Virtus, die finden wir beim heiligen Paulus in den Briefen an die Epheser und in der Kolosser. Somit haben wir also die neun Chöre der Engel, deren Natur eigentlich nichts anderes ist, als reine Geister zu sein, die in Gott ewig sich freuen, soweit sie eben im Himmel sind und nicht jene Geister sind, die Luzifer gefolgt sind und in der ewigen Verdammnis Gott hassen und furchtbare Qualen leiden. Reine Geister sind also die Engel, und wenn man sie Engel nennt, dann nur deshalb, weil einige von diesen reinen Geistern von Gott zu Boten gemacht werden oder als Boten verwendet werden. Herr macht seine Geister zu Boten, wie der Psalm sagt. Also haben sie, einige von ihnen, einen besonderen Auftrag in der Ausführung der Pläne Gottes, in der Regierung der Welt, zum Schutz der Menschen, aber auch der Menschengruppen, Pfarren, Diözesen, Kirche. Somit sehen wir, dass zum Beispiel die wichtigste und größte Botschaft, die jemals von Gott der Erde kundgetan wurde, dementsprechend auch vom größten und bedeutendsten Erzengel gebracht wird. Und das ist der Erzengel Gabriel, der
die Kraft Gottes bedeutet, sein Name bedeutet die Kraft Gottes, und der allerseligsten Jungfrau Maria die Botschaft der Menschwerdung überbringt, die sie erwägt und annimmt. Somit ist dann Raphael zum Beispiel, der heißt die Arznei Gottes, derjenige, der heilt, aber der auch den Zweifelnden hilft. Und schließlich und endlich der heute gefeierte Michael, dessen Namen Wer ist wie Gott bedeutet, Vis ut Deus. Und derjenige Erzengel also, der für die ganz außerordentlichen Sachen zuständig ist, immer dann, wenn es darum geht, die unvergleichliche Macht Gottes kundzutun. Und somit ist es er, der denjenigen stellt, der sagt, ich werde zum Himmel steigen, ich werde meinen Thron über die Sterne setzen des Himmels und ich werde dem Allerhöchsten gleich sein. Das ist Luzifer. Diesem Luzifer wird Michael entgegengestellt. Und so wie die Apokalypse uns sagt, großes Schweigen ward im Himmel und der Kampf war angesagt zwischen dem Erzengel Michael und Satan. Liebe Gläubige, nach diesem kurzen Überblick haben wir versucht, einen gemeinsamen Nenner zu finden in dem Verhalten der Engel Gott gegenüber. Dann haben wir auch gesucht im Evangelium, wenn es da heißt, wehe denjenigen, die Kleinen zur Sünde führen, skandalisieren. Denn deren Engel, der Kleinen, schauen das Angesicht Gottes. Wir haben erfasst also, dass sowohl die Engel als auch die Erzengel, als auch der Erzengel Michael, alle, während sie Gottes Befehle ausführen oder während sie wie die Schutzengel auf uns und über uns wachen, über unseren Leib, aber auch und vor allem unsere Seele, tun sie dies, aber nie verlieren sie die Schau Gottes, nie verlieren sie die Grundhaltung Gott gegenüber, jene nämlich der Anbetung, des Staunens, des Frohlockens, der Freude. Auch Michael, Erzengel Michael, stellt den Luzifer, aber er schweigt. Und er verliert nicht im Kampf gegen Luzifer die Gegenwart Gottes. Im Gegenteil, er beruft sich auf Gott. Und das ist der Sieg über Luzifer. Jener große Sieg, der auch in der Apokalypse geschildert wird, und jener Kampf. Und nach Luzifer versucht, nachdem er versagt hat, Jesus Christus gegenüber, versucht er, seinen mystischen Leib, seine mystischen Glieder niederzuringen und sie zuerst bei Gott anklagen, damit Gott sie verdamme. Aber er sagt, nein, mein Lieber. Diese alle sind in Jesus Christus gerettet und sollen durch Jesus Christus gerettet werden und über den heiligen Erzengel Michael wird er hinuntergestürzt. So wie er auch zuletzt definitiv und für ewige Zeiten in die Hölle gestürzt werden wird und dort für ewig gebunden wird. Es ist nicht hier der Augenblick, über diesen Endzeitkampf zu sprechen, sondern wir wollen näher betrachten diese Haltung
der Engelwelt Gott gegenüber im Handeln, im Kämpfen sogar, im Siegen über Satan, weil wir sie zu uns eigen machen wollen, weil es nur so ist, dass wir selber über Sünde, über Satan, über Irrtum, über Bosheit gewinnen können, siegen können. Sehen Sie, heilige Hieronymus erklärt dann den Sinn der Worte, in denen es heißt, dass wir mit allem hier auf Erden brechen müssen, was uns hindert, in dieser Haltung zu leben, die die Haltung der Engel ist, nämlich in der lebendigen, liebenden Furcht Gottes. Und wehe dem, der diese lebendige, liebende Furcht Gottes zerstört, in denjenigen, die sie haben, und das sind die Kleinen. Und darum stellt Jesus Christus ein Kind in die Mitte, als Zeichen, als Beispiel, als natürliches, als irdisches Beispiel der liebenden Zuneigung zum Starken, zum Großen, zum ihm Beschützenden, der da ist, der Vater, die Mutter. Und so ist der Engel in Glück und Wonne Gott unterworfen und fürchtet ihn und liebt ihn gleichzeitig und ist in seinem Schutz. Und so sind die Kinder Gottes, welche eben als erwachsene, geistige Kinder werden, weil sie in der Furcht und in der Liebe Gottes leben, diejenigen, die besonders geliebt sind von Gott und über die der Schutzengel wacht und Gott immer schaut, und wehe denjenigen, die diese Kinder Gottes zu Fall bringen, indem sie ihnen die Furcht Gottes aus dem Herzen rauben. Oft genug haben wir darauf hingewiesen, dass die teuflische, gnostische, innerweltliche, die Welt den Menschen anbetende Religion zuallererst deshalb, weil sie ein Pantheismus ist, weil sie eine Selbstvergottung ist, deshalb, weil sie somit auch ein amazonischer Animismus ist. Wir gehen jetzt nicht darauf ein. Aber vor allem reißt sie aus den Herzen die Furcht Gottes. Wehe dem, wehe ihm, der das tut. Denn die Engel dieser Kinder schauen Gott. Und der heilige Hieronymus, wenn er diesen Sachverhalt darlegt und erklärt, und wenn er sagt, dass für diese Furcht Gottes sogar jeder Affekt, ja sogar jeder Verwandtschaftsgrad, jede Verwandtschaftsverbindung unbedingt gebrochen werden muss, abgeschnitten werden muss, wenn sie diese Haltung Gott gegenüber zerstört, ja sogar, sagt er, selbst der fromme Grund, einen Freund, einen Verwandten, einen Nahestehenden zu bekehren, wenn dabei aber die eigene Seele Schaden erleidet und diese Gottesfurcht und Liebe verliert, wehe, da muss diese Beziehung vollständig abgeschnitten werden. Und im Zuge dieser Erläuterung und Erklärung des Evangeliums und im Sinn von also Aug, Fuß und Hand, die da sind, eben ganz nahestehende, verwandte, befreundete Personen, mit denen man absolut brechen muss, um nicht die Furcht Gottes zu verlieren, geht er nahtlos über zum heiligen Paulus, zum Korintherbrief, 11. Kapitel, Vers 10, und sagt, dass diese Würde,
der Engel, die Gott schauen und uns beschützen, so groß ist, dass aus diesem Grunde die Frau in der Kirche den Schleier trägt. Warum das? Weil es ja genau genommen im Brief des heiligen Apostels Paulus nicht heißt, deshalb soll die Frau einen Schleier über den Kopf haben wegen der Engel, sondern es heißt, deshalb soll die Frau die Macht haben über ihrem Kopf wegen der Engel. Und diese Macht ist die Unterwerfung unter dem Mann, unter die Autorität des Mannes. Und in den Versen danach wird sofort ergänzt. Und genauso der Mann ist unterworfen der Macht Gottes. Und beide sind sie der Macht Gottes unterworfen, aber in einer anderen Art und Weise. So wie der Mann zum Zeichen seiner Unterwürfigkeit vor Gott den Hut zieht, wenn er in die Kirche geht, so setzt die Frau den Schleier auf, als Sinnbild, dass sie gehorsam unterworfen ist, letzten Endes Gott, aber über das Mittel des Mannes. So wie das Kind unterworfen ist Gott, über das Mittel der ihm von Natur gegebenen Eltern. Das ist die Lehre, die wir versucht haben, liebe Gläubige, an diesem Sonntag uns eigen zu machen. Denn wenn ich sage, ich fürchte Gott, ich bin unterwürfig, unterworfen und gehorsam, dann sind das nicht und dürfen das nicht leere, schallende Worte sein, sondern das muss eine Tag für Tag gelebte Realität sein, ohne die wir selber nicht inneren Frieden verspüren können und noch weniger inneres Glück, ohne jenen Gehorsam und unter jene Unterwerfung, in der wir auch nicht fähig sind, wirklich dann das Wort Gottes weiterzugeben und auch empfangen zu können. Das macht uns, das verstockt uns, das verblendet uns. Da nutzt es uns gar nichts, große Theorien zu schwingen. Wenn wir diesen Kind, Gotteskindergeist nicht haben, dann hat sehr wenig Sinn. Wenn wir ihn aber haben, dann erkennen wir schon im Vorfeld, was Gottes ist und was es nicht ist. Schon im Vorfeld hat dieses einfache, fromme Mütterlein mit einem Kopftuch eng gebunden am Kopf und mit zwei großen Taschen in die Kirche gehen, sofort erkannt, dass das nicht die katholische Kirche ist. Die Paula VI. Kirche. Als Ganzes hat sie es erkannt. Bitten wir also die allerseligste Jungfrau Maria, dass sie uns die Gnade gewährt, diese wahre Gottesfurcht der Engel zu haben, versinnbildet durch die kindliche Furcht und Zuversicht des Kindes den Eltern gegenüber, von denen er sich beschützt fühlt und ist, dass wir diese Gnade empfangen mögen als Humus, als Grundlage unserer Beziehung zu Gott, als Grundlage unseres Fortschreitens in der Nachahmung Christi und als Unterpfand unserer zukünftigen ewigen Glückseligkeit und auch als Grundlage unseres Kampfes gegen Satan, gegen Irrtum und gegen die Verwirrung auf dieser Welt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit.